Liebe Erstsemester, herzlich willkommen an der Katholischen Hochschule Mainz. Mein Name ist Ulrich Papenkort. Ich bin hier Professor für Pädagogik und Rektor der Hochschule. Normalerweise würde ich Sie persönlich in der Aula der Hochschule begrüßen und zusammen mit Kolleginnen und Kollegen unsere Hochschule vorstellen. Wir haben jetzt keine normalen Bedingungen, sondern es herrschen Corona-Bedingungen und da muss alles ein bisschen anders laufen. Insofern haben wir zusammen ein Video gedreht, was Sie jetzt sehen können. Es wird nicht sehr lange dauern, Sie müssen sich nur ein bisschen Zeit nehmen. Ich habe Herrn Kevin Meyer eingeladen, dass wir gemeinsam diese Hochschule vorstellen, und zwar in Form eines Interviews. Wir werden uns gegenseitig interviewen und so bekommen Sie einen Einblick in das Leben an dieser Hochschule. Herr Meyer, Sie sind Vorsitzender der SKH. Was ist die SKH? Ja, ganz kurz gesagt ist die SKH die Studierendenvertretung der Katholischen Hochschule Mainz. Wir sind die Interessenvertretung aller Studierenden hier an der Schule, also das, was die AStA an der Uni oder an der Hochschule leistet, sind wir hier. Da die Katholische Hochschule eine in katholischer Trägerschaft ist, somit also eher private Hochschule, dürfen wir hier keine AStA haben und darum gibt es uns als eingetragenen Verein. Wir arbeiten hochschulpolitisch und vertreten dort die Meinung aller Studierenden in den Gremien wie im Senat, in der Fachbereichskonferenz, in den Gremien oder Ausschüssen, aber machen auch Hochschulkultur. Das ist das, was die Studierenden eher sehen. Also wir veranstalten Partys, Kneipentouren, Sommerfeste, auch so mal eben Verkäufe von Waffeln oder Glühwein im Winter, was jetzt halt leider Corona-bedingt alles flachfällt, aber hoffentlich dann in den nächsten Jahren wieder aufgenommen werden kann. Sie sind Rektor hier an der Katholischen Hochschule. Was ist das für eine Hochschule? Die Katholische Hochschule ist eine Fachhochschule mit Sitz in der Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz in Mainz und damit auch zugleich in der Rhein-Main-Region, man denke noch an Wiesbaden, Frankfurt, Darmstadt, das ist eine Großregion in Deutschland. Und die Hochschule hat zurzeit ungefähr 1500 Studierende. Sie liegt ganz in der Nähe des Hauptbahnhofs, was natürlich für Studenten sehr wichtig ist zu wissen. Und sie bietet Studiengänge im Bereich, man könnte jetzt das wirtschaftswissenschaftlich sagen, personenbezogener Dienstleistungen an. Genauer gesagt im Bereich Gesundheits- und Sozialwesen und im Bereich der Kirchen. Also sie bildet aus für Berufe in diesen drei Feldern. Sie ist eine Hochschule, eine Fachhochschule in kirchlicher Trägerschaft, aber staatlich anerkannt. Aber niemand, der hier studiert, muss katholisch sein oder muss überhaupt irgendeiner Konfession angehören. Wir sind offen für alle, die zu uns kommen wollen. Nichtsdestotrotz zeigt sich so etwas wie ein katholisches Profil in dem, was wir anbieten. Wir bieten Studiengänge an, wo man als kleinsten gemeinsamen Nenner vielleicht draufschreiben könnte, es geht um die Arbeit mit Menschen. Wir bieten keine technischen Studiengänge an, wie die staatlichen Fachhochschulen es alle tun. Und wir bieten keinen Grafikdesign oder wirtschaftswissenschaftliche Studiengänge an, sondern bewegen uns im Bereich des Gesundheits- und Sozialwesens. Herr Meyer, Studierende, die bei uns studieren, können die noch neben ihrem Studium etwas anderes an der Hochschule machen? Und was wäre das vielleicht? Ja, neben der Mitgliedschaft bei uns im studentischen Verein auch so hochschulpolitisch selbst agieren. Also in den Gremien mitarbeiten und dort die studentische Meinung der Fachbereiche jeweils abbilden. Aber auch Kultur ist bei uns an der Hochschule sehr vertreten, im Sinne vom Hochschulchor, der an den verschiedensten Möglichkeiten auftritt oder auch in Festen auch mit agieren, mit planen und an Filmabenden teilnehmen oder im Hochschultheater mitmachen. Da gibt es sehr viele verschiedene Möglichkeiten noch. Aber was bietet denn die Katholische Hochschule den Studierenden so noch neben der Lehre? Also wir bieten oder wollen bieten den Rahmen für das, was Sie jetzt aufgelistet haben. Darüber hinaus ist uns sehr wichtig, die Studierenden auch neben dem Studium zu begleiten und zu unterstützen. Was Unterstützung betrifft, haben wir eine psychologische Beratungsstelle im Haus
für Studierende, die im Kontext des Studiums oder zu Hause privat psychische Probleme im weitesten Sinne haben. Wir haben, was zu einer katholischen Hochschule ganz gut passt, ein sogenanntes geistliches Mentorat, wo es mehr um Glaubens- und Lebensfragen geht. Und wir haben drittens einen Career Service aufgebaut, zusammen mit der Agentur für Arbeit, wo wir versuchen, Studierenden, die kurz vor dem Abschluss stehen, den Übergang in den Beruf zu erleichtern. Was bietet denn die Stadt Mainz, ob Landeshauptstadt oder nicht, Studierenden über das Studium, über unsere Hochschule hinaus? Und mir fällt nur das Stichwort Kneipen ein. Das war damals bei mir sehr wichtig, aber es gibt ja auch noch mehr als Kneipen. Ja, es gibt mehr als Kneipen. Wir haben auch Clubs in Mainz, aber natürlich nicht nur das. Also in Mainz gibt es auch das Staatstheater direkt am Gutenbergplatz. Oder auch verschiedene Parks, in denen man ruhig gelegen auch einfach mal entspannen kann. Aber auch die verschiedensten Feste, die Mainz ausmacht, wie die Mainzer Johannisnacht, der Rheinfrühling, die Bierbörse, um jetzt auf die Kneipen zurückzukommen, dann verschiedenste Biere dort probieren. Oder ja, Fasnacht, was Mainz ja wirklich, wirklich ausmacht, was ja auch Corona-bedingt, wie viele andere Feste, eher flachfällt, aber das ist Mainz, die Kultur, das Zusammensein, der Spaß. Man müsste nur ergänzen über das Bier hinaus, den Wein noch. Natürlich, der in Mainz sogar noch eher, ja. Sie haben ja eben schon durch den Career Service mit der Arbeitsagentur die Vernetzung angesprochen. Wie ist denn die KH sonst regional vernetzt? Wir sind einmal vernetzt mit potenziellen Arbeitgebern in der Region im Bereich Gesundheits- und Sozialwesen. Also viele Absolventen von uns arbeiten für Arbeitgeber in dem Bereich seit vielen Jahren. Was die kirchlichen Berufe betrifft, ist es so, dass wir Bezug haben zu allen Bistümern, die diese Hochschule tragen. Und das geht, wenn man von den Bundesländern ausdenkt, über Rheinland-Pfalz hinaus nach Hessen und nach Saarland, ins Saarland hinein. Wir haben weiterhin ein Netzwerk, was die Hochschulen hier in der Region betrifft, vor allem die Hochschulen der Stadt Mainz. Also wir kooperieren mit beiden Hochschulen, das ist die Hochschule Mainz und die Universität, die Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz. Wir kooperieren mit beiden im Rahmen einer sogenannten Wissenschaftsallianz, wo jedes Jahr bestimmte Aktivitäten laufen in die Stadt hinein. Und ein drittes Netzwerk, das ist für manche Studiengänge jetzt noch wichtiger als für andere, ist ein Netzwerk von internationales Netzwerk von Partnerhochschulen in Europa, aber auch über Europa hinaus. Herr Mayer, eine letzte Frage meinerseits. Warum studieren Sie an der Katholischen Hochschule Mainz? Das ist schwer zu beantworten, also in der Kürze schwer zu beantworten, da es sehr viele verschiedene Gründe dafür gibt. Aber um es in einem Satz zusammenzufassen, studiere ich gerne hier, weil die Wege sehr kurz sind. Also das ist der große Vorteil daran, dass wir hier in Mainz die kleinste Hochschule sind. Man läuft gerne mal und schnell mal den Dozierenden über den Weg und kann dann sofort Probleme, Fragen oder Anliegen klären. Es ist ein sehr familiäres Verhältnis hier. Und jetzt mal die andere Frage, warum lehren Sie, warum arbeiten Sie gerne hier an der Hochschule? Ich versuche es mit einem Satz, weil ich die Nähe zu den Studierenden schätze und die Kollegialität im Haus. Bleibt uns nur noch zu sagen, herzlich willkommen an der Katholischen Hochschule Mainz. Und herzlich willkommen unter uns Studierenden.